Moin Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Luca, ich bin euer Lost Baller. Wir gucken uns heute mal an, wie das Totti-Wochenende für mich lief. Das Video wäre vorher gekommen, aber ich habe eventuell einen kleinen... Also ich musste eventuell für 3 Tage auf die stille Treppe. Weil da böse Wörter gefallen sind. I'm 11, so shut the fuck up. Ja. Totti-Wochenende. Ich kann schon mal verraten, und das wird auch im Titel stehen, es war für mich kein Totti-Wochenende, sondern es war für mich das Icon-Wochenende. Zusätzlich haben wir die ganzen Packs aufgemacht. Die können wir uns eigentlich komplett sparen. Ich glaube, die schneide ich auch gar nicht rein. Wir haben ja ungefähr 3-4 Wochen Packs angespart, aber da war einfach nur Rotze drin. Also wirklich. 2 Walkouts vielleicht, dieses 83x25 Packs, da war der beste Hazard oder so. Und dann 1 Walkout mehr und der Rest 85er. Jedes einzelne Pack war Schmutz. Aus einem Premium PL Upgrade kam Kanté. Das war es auch mit den ganzen Upgrades, wovon ich auch 50 oder so gemacht habe. Trotz alledem gab es ein bisschen Futter, so dass wir die Icon SBCs machen können. Einmal die normale mit, einmal die Base oder mit. Neben dem Spielermaterial für die Icons hatten wir auch genug Spielermaterial für diesen guten Mann hier, Wayne Rooney. Die Stats sehen geisteskrank aus. Der ist wahrscheinlich ein sehr krasser Stürmer. Ich werde ihn aufgrund seiner Defensivstats als meinen offensiven Achter auf jeden Fall mal testen. Vielleicht stelle ich ihn auch in den Sturm, aber aufgrund meiner neuen Stürmerlage ist es eher schwierig, da einen Platz im Sturm zu ergattern. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit den Icon Packs, die wir im Stream geöffnet haben. Wie gesagt, checkt unbedingt den Link in der Videobeschreibung aus. Stream Freitag, Samstag, Sonntag, 1 von 3 Tagen mindestens, 2 von 3 Tagen, je nachdem wie viel Spaß die Weekend League habt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen könntet und checkt auf jeden Fall diesen Twitch-Kanal ab. Da wird das meiste an Gameplay kommen, da werden die coolen Momente entstehen und noch mehr. Genau. Noch eine weitere Bitte, checkt auf jeden Fall Dasos Kanal ab. Tschüss, Daso auch in der Videobeschreibung. Guter Kollege, hat da auch schon ein paar Videos rausgehauen, will auch mit dem Stream anfangen. Zu einer Eike, zu der ersten, habe ich leider keine Twitch-Aufnahme, weil ich habe das wegen der Musik, habe ich das irgendwie rausgenommen, dass man das aufnehmen kann. Also dass der den Stream nachträglich aufnimmt. Deshalb habe ich da nur die PlayStation-Aufnahme mit schlechterer Audioqualität, weil man das nur durch diesen PS5-Controller Audio hier, da ist so ein Mikrofon drin, darüber wurde das nur aufgenommen. Man erkennt und fühlt es auf jeden Fall trotzdem. Wenn wir bei Top 9 angekommen sind, ne? Sollen wir so machen, einer Call, also beide Call 9? Ja, okay. Haben wir auch unten lassen, wir noch. Dann sagen wir, wer genau richtig ist, geht nächstes Mal ein anderer Essen aus. Aber zu 100% richtig. Ja. Ne? Geht ja nicht anders. Okay, Top 9. Den richtigen Spieler callen. So, also genau den richtigen Spieler. Ja. Nicht mit oder so, sondern... Ja. Ist ja scheiße, wenn du jetzt so einen dreckigen callst, dann kommt der Dreckige. Entweder mache ich die Politik, ich call einen Dreckigen, dann freue ich mich, wenn ich richtig recht habe aufs Essen, oder freue mich, wenn ich einen guten habe. Aber dann gibt es die Möglichkeit, dass dann noch andere 20 schlechte kommen. Was sagt ihr in Chat, welche Icon kommt? Eine callen, jeder soll eine callen. Ich gehe ganz frech mit Ronaldo. Ich gehe ganz frech mit Ronaldo. Italien oder Brasil? Italien oder Brasil? Wir können einmal Brasilien. Von mir ist da noch Rivaldo, aber dass ich nur bei Brasilien stoppe. R9, ich hab's gecallt, ne? Ein bisschen. Bitte keine, damit nein, Brasilien nein, übrig bleibt. Oh. Oh. Aber hast du Pipo noch? Nein, ne? Nein. Es ist Brasilien! Du Brasilien! Haben wir was vergessen? Was ist der Lauf hier? Hier? Ja. Haben wir Brasilien ja, irgendwas vergessen? Laune? Ja, mach so, mach einfach laut. R9, ich fühl's so. Ich hab sowas vergessen, ne? Bist du sicher? Pelé oder R9 kann es nur noch sein. Oder? Nee, die Ball wird Mess. Seht das? Die Ball wird Mess. Scheiße. Oder? Oh! Ich hab's gekocht! Ich hab's gekocht!
dreckigen, Alter. Ich bin noch den guten, aber egal. Oh, du bist Fantasy noch. Ich hab's gecallt. Essen auf dich. Dreckig. Ja, 4 Sterne, der Lutscher. Nix verpasst hier. Dann gehen wir weiter mit Nordirland. Für Jordi. Oh, Best, George, Best. Ich hab da Glück mit den Füßen geküsst. Aber schon, ey, du willst ja ganz gerne einen Offensiven, ne? Und ich brauch aber einen Defensive. Mit Best, Junge. Mit Best ist krass. Ja, aber ich hab schon mal Mané, Puskas, R9, Dalglish, Rashford. Dann einmal jetzt Daumen drücken. Einmal Daumen drücken jetzt, dass wir was aus den Rewards ziehen. Ich gebe ab. Sprachen lernen, Bubble. Ich gebe ab an den Zukunfts-Luca. Und wir öffnen jetzt die Rewards Gold 3, 16 Siege. Danach hatte ich keinen Bock mehr. Um genau zu sein, war es ein 16-4, glaube ich. Ja. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und checkt auf jeden Fall diesen Twitch-Kanal aus. Und Leute, da sind wir wieder. Der Zukunfts-Luca ist da. Wir haben Donnerstag, wir haben Rewards-Tag. Und wir sehen uns hier bei den Rivals Rewards Card. Und da kann ich aussuchen, ob ich ein Pack und ein Pack will. Oder ich nehme die untauschbare Variante mit 2 Pack. Ich entscheide mich heute mal für die tradable Variante mit jeweils ein Pack und ein Pack und die 750 Foot Champions Punkte. Kommen wir auch zu den Foot Champions Rewards. Wie im ersten Teil des Videos gesagt, habe ich Gold 3 erreicht. 16-4 am Ende. Hatte nicht mehr so Lust, hat nicht mehr so Spaß gemacht. Dann kommt halt hier eine Icon raus, ne? Ding ist, Salah ist natürlich das Main-Ziel, aber ich brauche ihn einfach nicht, weil, wie ihr gesehen habt, meine Offensive ist so vollgestackt mit guten Spielern. Würde mich natürlich freuen, aber warte lieber, wenn mal wieder so ein neuer Sechser oder ein Innenverteidiger so draußen ist. Den würde ich dann auf jeden Fall lieber mitnehmen. Wir machen einfach mal auf, hoffen hier auf nicht allzu Gutes, wenn ich dafür dann eine Icon bekomme. Rucek ist zwar so ein Sechser, der hat auch mittlerweile eine gute Karte und ist auch ein guter Zocker in echt. Aber natürlich noch ein bisschen zu schlecht vielleicht für mein Team sozusagen. Im zweiten Pick kriegen wir Silva. Außer bei Elite vor 2 Wochen, wo ich war, wo ich alle 84 plus hatte, alle 3 Picks, ist es das erste Mal, dass ich beide Picks oder alle 3 davor, auch die Elite, jetzt habe ich das nicht geschafft, über 84 sind. Weil ich Gold 3 eben so aus der Hand geschüttelt, wisst ihr? Also sind jetzt nicht die krassesten Spieler, vom Rating her sind die okay so. Jetzt wissen wir auch, was ein Pack und ein Pack heißt, das sind dann wahrscheinlich die beiden. Und wir haben nicht ein 83 plus gezogen aus einem Pack. Versuchen wir einfach mal wieder Elite oder Gold 1 nächste Woche zu holen. Dann darf ich mich auch nicht beschweren. Versuchen wir einfach wieder mal Elite oder Gold 1 nächste Woche zu holen. Dann dürfte ich mich beschweren. So ist es halt Gold 3 und habe nichts gezogen. Ein 83er zumindest wäre in Ordnung gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Da habe ich vielleicht mein Glück auch schon, wie man hier sieht, in den letzten Tagen aufgebaut. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie schon erwähnt. Und schaut auf jeden Fall in den Twitch-Livestream rein. Gutes Gameplay, gute Stimmung, lustig. Gutes Gameplay. Und ich trick's auch ein bisschen. Haut rein.